Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe mir eben noch mein Erste-Hilfe-Kit geholt. Ich habe hier unten gleich irgendwo in den tieferen Tiefen ziemlich schnell zwei Kupfer gefunden, aber auch wirklich genau zwei. Und Tischkorallenproben habe ich mir eben noch besorgt und ich hoffe, dass die sehr schön sind gewachsen. Das ist gut. Dann machen wir doch aber erstmal den Computerchip, den wir brauchen. Sehr schön. So, jetzt können wir vielleicht auch wieder was essen hier. Na, sind die noch nicht ausgewachsen? Anscheinend nicht. Beeilt euch mal so ein bisschen damit, das wäre ganz gut. Kann ich die denn jetzt gar nicht mehr nehmen? Muss ich jetzt nicht verstehen. Okay. So, dann haben wir hier... Nee, doch, da. Sagen, kann ich jetzt gar nichts mehr nehmen? Ja, Blei, Silbererz, braucht keiner. Keine Ahnung, sieht für mich ausgewachsen aus, aber funktioniert aber noch nicht. Nee, wo ist es denn da? Ja, ist ja gut. Ja, ja, mach die mal nicht nass, das wird schon noch gehen. So, Kupferdraht, Titan und Glas brauchen wir. Haben wir dann noch irgendwo ein Glas übrig hier vielleicht? Oh, sag bloß, ich habe jetzt keinen Quarz mehr. Dann bin ich aber sauer. Ich habe alles möglich. Ich habe Krams hier ohne Ende. Sachen, die keiner braucht, habe ich hier. Meine Güte. So, pass mal auf. Ja, dann hier. Nimmst du das halt. So, weg damit. Na, zwei Quarz. Aber gerade mal so. Leichter Ressourcenengpass gerade bei mir hier. So. Okay. Haben wir zwar, kriegen wir zwar nur das, nur die Batterieladerstation damit hin. Jetzt? Was denn? Na? Leute, wenn das jetzt meine letzte Batterie war, ne, die voll ist, dann kriege ich aber das... Ihr wollt mich verarschen. Okay, gut, dann machen wir das anders. So, dich wechseln wir mal eben. Dann kriegst du die. Das ist so. Ey, wenn das Bauen der Batterieladestation und Batterienmangel. Ne? Wenn das. Was hast du denn da eben gemacht mit deiner Hand? Das sah echt schwierig aus. Meine Güte. So, 3, 4. Wird es aber auch allerhöchste Eisenbahn hier, die Dinger da rein zu wuchten. Ach, das geht nicht mit Rechtsklick. Verwechsel ich mal wieder. So. Zack, dann ladet mal. Aber jetzt zacke ich hier. Wir haben wirklich jetzt einen Engpass. So. Okay, das passt. Ach, Mensch. Was mache ich denn da? Ich wollte das Titan da reinfloppen. Guck mal, wir haben doch hier nochmal Wasser. Das ist doch gut. Und wir haben ja auch noch ein paar Fische. Wir kochen uns jetzt mal zwei Pieper eben schnell. Dann sind wir auch wieder satt. Zack, zack. Und trinken wir nochmal was. Und dann können wir jetzt... Ah, ja. 1, 2 nehmen wir mal mit. Wie viel Platz noch im Inventar? Dann nehmen wir nochmal einen Karton. Kartoffel mit und einen davon. Und nochmal ein wenig Titan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann können wir ja schon mal in die Motte einsteigen. Brauche ich da noch? Ja, klar, brauche ich da noch was. Da werde ich gleich meine Batterien bauen.
Ohne die düse ich nicht los. Das ist ja eine blöde Idee. Ein Update gab es mittlerweile hier aber auch noch nicht. You are the best captain on the planet. I'm not even squidding. Was? You are the best captain on the planet. I'm not even, was? Squidding? Nicht verstanden. Also den letzten Teil. Aber ich bin der beste Captain auf diesem Planeten. Ist war richtig geil, ja. Sehr cool. Ah, ist ja lustig. So, ein Inmate-Kasten. Der kommt dann mal wieder hier hin, würde ich sagen. Ja, machen wir mal ruhig. Und dann kommen die kleinen Pötte kommen hier wieder rauf. Das ich hatte sich irgendwie bewährt, fand ich. Na komm. So, dann kriegst du eine Melone und du kriegst eine Melone und du kriegst den und den. So, dann könnt ihr mal vor euch hinwachsen. Und dann haben wir hier wenigstens ein paar Nahrungsmittel, wenn wir damit dann durch die Gegend düsen. Das ist ganz gut. Eigentlich könnten wir uns davon auch nochmal welche bauen. Bauen wir uns doch mal 4 Stücke hin. So, dann passt das. Aber wie die selbstleuchtend sind irgendwie, ne? Oder? So ein bisschen. Sieht jedenfalls so aus. Na, vielleicht aus dieser Perspektive. Ja, machen wir das. Okay. Ein Fabricator müssten wir eigentlich auch hier drin haben, ne? Wäre hilfreich, glaube ich. Und ein bisschen Quarz und auch noch ein bisschen Titan, um. Naja, gut, Wandschränke können wir, haben wir erstmal da. Was machen denn die Batterien? Die brauchen leider noch länger. Wir haben hier jetzt noch 3 volle Energiezellen. Die nehmen wir mit. Den Feuerlöscher nehmen wir mit. Wasser brauchen wir nicht unbedingt. Was kostet uns denn so ein Fabricator? Das dachte ich mir noch. Ein Computerchip. Können wir gerade nicht mit dienen? Nee. Dann können wir uns da drüben halt nichts kochen. Dann ist das halt so. Okay, wir nehmen jetzt doch nochmal ein bisschen Wasser mit hier. Noch eine volle Batterie. Vielleicht kommen wir ja doch schon früher los und müssen nicht noch warten, dass das hier fertig wird. Wie viel hast du denn noch? Du bist leer. Dich müssen wir auf alle Fälle aufladen. Was ist mit dem Schweißgerät? Das ist voll. Der Scanner ist auch voll. Konstruktionswerkzeug brauche ich eigentlich gar nicht. Dann warten wir jetzt gar nicht auf die Batterien, sondern düsen jetzt los. Aber hier erst nochmal nachfüllen. Das können wir machen. Ah, ich habe nicht das beste Gefühl dabei, mit der Cyclops loszufahren, ohne irgendwelche Upgrades. Irgendwie muss ja mal, muss ja was passieren. Upgrades fallen ja auch nicht vom Himmel. Irgendwie. Die Motte stecken wir trotzdem mal ein hier. Auch wenn sie mir jetzt gleich erstmal die ersten Akkus leer fressen wird. Naja, das wird schon gehen. Jetzt möchte ich mal das Spiel speichern eben. Wenn was Doofes passiert, behalte ich mir vor, den Spielstand wieder zu laden. Habe ich ein besseres Gefühl. Die kann mir auch wirklich Schrott gehen. Wir machen mal die Außenscheinwerfer an. Dann drehen wir hier mal.
Und dann wollen wir mal gucken. Hört sich anders an, ne? Hört sich ganz anders an, das Schiff jetzt. Das Problem ist, dass hier Haie sein werden. Rig for silent running. Zeigt er mir das schon an? Er zeigt mir die schon... Standard. Okay, Standard. Mhm, na gut. Dann fahren wir mal stumpf nach Süden, in der Hoffnung, dass wir irgendwo was finden. Dann mal gucken, wie gut das geht. Die ist ja nicht die schnellste. Ich könnte auch auf ganz schnell stellen, aber das mache ich erst, wenn ich die Kois habe. Dass ich Gegner ablenken kann. Wir werden garantiert durch Hai-verseuchtes Gebiet irgendwie fahren. Und die Scheinwerfer locken halt die Fische auch an. Ist doch ein Wal da drüben, ne? Ja, wollte sagen. Die Scheinwerfer locken sie auch an. Schade, dass ich die nicht von hier aus ausmachen kann. Das wäre noch was. Mit F oder so. Das hätte was. Wir müssten mal ein bisschen tiefer gehen. Wir können ja bis auf 500 Meter runter. Aber hier vorne scheint ja immer noch... ja. Was? Warum? Excessive Noise? Ich bin noch, hab noch, ich mach doch nichts anderes als sonst auch. Auf dem Radar sehe ich noch nichts. Das ist vielleicht nicht schlecht. Ich behalte das Radar auch lieber im Auge. Ich würde ganz gerne mit Kamera fahren. Aber ich glaube, es ist cleverer, das Radar im Auge zu behalten. Da ist der erste Fisch hier, direkt neben mir. Der erste Gegner, der mein Schiff auseinandernehmen könnte. Und deshalb habe ich jetzt auch leise Fahrt eingestellt. Dann lässt er uns nämlich in Ruhe. Schon geil. Irgendwie, hier ist der nächste, der ist jetzt genau neben mir. Was die Höhenangabe angeht. Ganz tief unten ist noch einer und der andere ist jetzt auch schon über mir. Wir müssen aber weiter nach vorne. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, wo wir sind. Ich habe überhaupt gar keine Idee, wo wir sind. Was ist denn das da hinten am Horizont? Ist das noch ein Wal? Da ist ein Hai. Hier sind auf alle Fälle einige Haie. Ey, es war noch nie so spannend, mit der Cyclops durch die Gegend zu fahren wie heute. Hier ist eine Wahlschule. Ich schätze mal, dass wir über dem roten Biom sind. Irgendwas habe ich gerammt. Oder mich. Wir gehen mal tiefer. Ich will mal wieder Boden sehen. Das hat mir nicht gefallen, dass er plötzlich so schnell auf mich zukam eben. Da bin ich ein Schisser, ne? Ne, ich komm, ich hab schon eine Motte verloren. Ich will nicht noch mehr verlieren. Was? Ach komm, hab den nicht so. Okay, da unten gibt's auf alle Fälle Quarz. Da hätte ich ja schon mal Lust, mal eben kurzes Quarz aufzusammeln. Einfach nur, um uns mal umzugucken eben, wo wir überhaupt sind. Ich habe nämlich überhaupt keinen Schimmer. Aber ich finde es gerade voll spannend hier. Ach was. Grand Reef. Wie cool.
Das Quarz nehme ich natürlich sehr gerne mit. Und ja, das Salz nehmen wir auch mal mit. Okay, da sind die ersten Haie hier. Du bist Lithium, ne? Solange die nicht mit mir spielen oder dem Schiff, ist eigentlich alles in Ordnung. Dann können die sich hier gerne gegenseitig ein bisschen hin und her schnappen. Die sind ja momentan anscheinend doch mit... Was zum Geier hat mir denn da... Ach, das muss so eine Tigerpflanze gewesen sein, die auf mich geschossen hat. Wir sind hier doch in den... Boah, ey, Mesma. Okay, leider kein Kupfer drin. Oh, die Mesma machen mich noch fertig hier. Ich muss auch ein bisschen auf meinen Sauerstoffvorrat mal eben achten gleich. Oh, Inventar voll. Ja, dann müssen wir vielleicht erstmal darauf achten. Dann müssen wir gleich eine Richtlinie Rechtsdrehung machen. Und da mal hin. Welcome aboard, Captain. All systems online. So, dann kommt hier Quarz rein und hier kommt ja ein bisschen Metallschrott rein und Lithium und Salz. Passt. So, dann mal weiter. Leute, echt jetzt schon? Muss aber am nächsten Tauchgang schweißen. Okay, hier ist Grand Reef. Warum ist das in der Richtung eigentlich? Wir müssen irgendwo hier einen Wrack finden. Das wird auch nicht unbedingt die einfachste Aufgabe sein. Okay, da war ein Warper. Warper zählt auch nicht zu den Viechern, die mich angreift. Offensichtlich. 256 Meter. Ich bin dafür, dass wir jetzt mal die Außenkameras einschalten. Mit denen bin ich bisher immer sehr gut gefahren. Mit denen sehe ich weiter. Und wir können auch Gegner ganz gut sehen. Was war denn das? Erstes Akku leer oder was? Sieht wohl so aus. Das eine Wrack soll so in 230 Meter Tiefe sein. Das müsste eigentlich auffindbar sein. Na und den Sea Trader Path, den wollten wir auch besuchen. Aber ich glaube, der ist eventuell in eine andere Richtung oder so. Da bin ich ganz sicher. Ja, aber komm, so schlimm kann das doch jetzt noch nicht sein. Uns hat doch noch nicht weiter was angegriffen. Nun mach den mal nicht gleich nass. So viel kann das doch hier, glaube ich, gar nicht passieren, oder? In diesem Biom jetzt. Aber spannend ist schon, muss ich sagen. Ist schon, es hat was. Also man möchte jetzt wirklich auch darauf achten, dass eigentlich gibt es hier dann auch doch Moonpool-Fragmente. Gab es doch immer mal. Was ist denn das Rote da? Ist das wichtig für mich? Mal raus. Gucken wir uns das mal an. Wir haben ja Zeit. Das wird auch ein längerer Ausflug werden, obwohl wir wahrscheinlich gar nicht weit kommen werden oder so. Also ich glaube nicht mal, dass wir viel sehen werden, aber jo, das nehme ich gerne mit. Jo, Kupfererz. Das ist gut. Das nehme ich doch auch gerne mit.
Ja, Warzen so. Auch gerne. Hier ist sehr warm. Irgendwie ist hier sehr warm. Okay, meine Quarzsorgen sind auf jeden Fall gelöst. Ah, Diamant ist auch gut. Auch wenn das alles nicht das ist, was ich suche. Ich suche eigentlich nur das Wrack. Oh, da ist nochmal kristallines Aluminiumoxid. Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Und was bist du hier? Uranit. Na, Titan. Schade. So, okay. 12. Oh, hat er doch mehr Schäden, als ich dachte da. Das Schiff. Etwas. Zweimal gleich angerissen worden hier. Nee, falsches Werkzeug. Reparaturwerkzeug. Was denn? Ja, ich muss auch gleich wieder runter, weil... Mach doch. Danke. Sieht aus wie neu. Sauerstoff und so, ne? Mhm, genau. Klappt noch nicht richtig gut hier. Okay. Ab dafür. Ah, ein Königreich für eine Online-Map. Also wirklich eine richtige Map. Dann wüsste ich wenigstens, wo ich bin. Ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Wir fahren jetzt mal ohne Licht weiter, weil wir die Außenscheinwerfer haben. Also vor uns scheint hier irgendwie eine größere Wand zu sein. Das ist nicht so geil, jetzt hier weiterzufahren wahrscheinlich. Das heißt, wir gucken mal da lang. Könnte das die Insel sein? Nee, wo kommt der Fels her überhaupt? Na, gucken wir mal. In welcher Tiefe sind wir jetzt? Was ist denn los? 359 Meter ist eigentlich viel zu tief für das Wrack. Gut, es gibt zwei Wracks, ne? Ich glaube, das zweite war auch sehr interessant. Könnte das denn hier der Sea Trader Pafter sein? Ich muss Licht anmachen, es bringt nichts. Ich sehe ja gar nichts. So, aber ich würde sagen, wir gucken hier mal in der nächsten Folge weiter. Ja, wie gesagt, ich keine Ahnung, ihr könnt mir das mal schreiben. Also für den Spieler selber ist es gerade echt interessant. Für den Zuschauer kann ich es nicht sagen. Das müsstet ihr mir sagen. Also wäre nun mal interessant, wie das so bei euch gerade rüberkommt. Weil man hat wirklich echt ein bisschen Bedenken, dass hier was kaputt gehen könnte und man möchte das Schiff ja nicht gleich verlieren. Und wir gehen jetzt mal weiter runter, weil ich mir denke, dass es vielleicht auch keine so schlechte Idee ist. Ich weiß das auch hier unten irgendwie mal. Frag mal, ich glaube aber, das ist der falsche Weg, den ich erfahre. Hier wird kein Wrack mehr kommen. Wir drehen um. Wir drehen um und fahren ein bisschen in die andere Richtung. Es ist vielleicht besser. Ich habe hier gerade nicht so das beste Gefühl. Und ein bisschen höher könnte ich vielleicht auch erst nochmal gehen. Und mal gucken, vielleicht sehen wir Sea Trader rumlaufen. Schauen wir mal. Quarz und so muss ich erstmal nicht einsammeln. Wir könnten eigentlich mal die Kamera nehmen hier. Das bringt uns ja vielleicht auch ein bisschen was. Schau mal, ich fahre da hinten jetzt nochmal den Kugeln hinterher. Also irgendwas werden wir ja schon erfinden. So, okay. Und bis dahin würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.